Hey meine zeitlosen Hunden, die es noch werden wollen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt sind nämlich die lilanen Münzen dran. Doppel-Upload ist da und die erste Münze befindet sich direkt hier. Eine lilane Münze gibt 10.300 Erfahrungspunkte, ja, wenn ihr alles einsammelt. Ihr müsst wirklich alles einsammeln, ihr dürft nichts übrig lassen. So, jetzt sind auch ein Holly Hatchets hinterm gelben Haus. Ist die EP-Münze. Ich sollte langsam aufpassen, aus welcher Höhe ich immer rausspringe. Wir fahren uns noch schnell mit zusammen und dann fliegen wir zum nächsten Ort. Jetzt sind wir auf Zerfort Tilla. Auf dieser kleinen Insel ist hier die lilane EP-Münze. Die sammeln uns wieder schnell ein und dann zeige ich euch den letzten Spot, wo ihr die nächste einsammeln könnt. So, am Berg angekommen, leuchtet auch schon die lilane Münze hier auf. Hier vor uns direkt, ja, einfach landen und die allerletzte Münze in Woche 1 einsammeln. So, ab rein hier, let's go, Münze einsammeln. Wir haben alle EP-Münzen eingesammelt. GG an dieser Stelle, ja, und ich freue mich auf Woche 2. Insgesamt könnt ihr in Woche 1 an EP-Münzen 80.000 EP einsammeln, ja. Das heißt eigentlich, wenn ihr schon sehr hohes Level seid, habt ihr ein Level geschenkt bekommen. In dem Sinne, ich melde mich ab, euer Zeit, und ich hoffe, das Video konnte euch helfen.